Hallo Leute und welcome back hier zum großen Preis von Silverstone. Hier unser Sprintrennen. Ich bin sehr durcheinander, weil das Rennen heute wird ziemlich spannend werden. Es regnet, es beginnt so leicht zu tröpfeln und das wird alles heute ein bisschen durcheinander bringen. Die Strecke an sich so hardcore, aber jetzt noch mit dem Regen wird ziemlich schwierig. Wird ziemlich tricky heute, aber wir werden alles geben, wie immer. Also falls ihr neu seid oder falls ihr einfach ja mal kurz dazugestoßen seid, abonniert doch gerne den Channel, lasst doch gerne ein Däumchen oben da, würde mich extrem freuen. Schaut doch gerne auf Insta und TikTok vorbei und später wir streamen um 14 Uhr, also schaut da wirklich gerne rein. Es ist ein Livestream um 14 Uhr geplant, also 14 Uhr wird der Countdown starten, 15 Minuten lang und dann geht es um 14.15 Uhr los. Ich würde mich echt freuen, wir werden ein bisschen Coop-Fun auf der 3 haben, aber auch ein bisschen Forza und FIFA wird dabei sein, Reacten werden wir auch, also so ein cooler ja, Stream, wie man sich so vorstellt. Aber jetzt beginnen mal die 5 roten Lichter, alle Links immer zu der ganzen Playlist unten in der Bio. Wir starten von 5, falls ihr das Hauptrennen letzte Woche nicht gesehen habt, ist auch oben rechts verlinkt. Und unser Start ziemlich gut, obwohl ich nicht der beste Regenstarter bin, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich mag den Regen gar nicht, aber es ist eigentlich zu trocken für Regenreifen, aber die haben mir trotzdem die Regenreifen hier drauf gesteckt. Aber das schaut gut aus, also man kann hier eigentlich mithalten. Wir sind hier direkt auf 2 hier raus. Ja, okay. Ja, bisschen zu früh, wir fahren natürlich mit Traktionskontrolle mittel, weil ich mir dachte, nein, warum? Man kann auch Fehler machen und ich möchte auf bestimmt nicht hier mit Absicht wieder alles respawnen oder so. So war ich früher, so war ich bei den, ja, ich würde mal sagen 18 und 19er Zeiten, aber das ist vorbei. Ich möchte auf jeden Fall so authentisch wie möglich die Rennen fahren. Es ist einfach so, wenn man einen Fehler macht, dann muss man halt auch den einsehen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, gerade hier. Man sollte sich nicht selbst belügen und 100 Mal respawnen, nur dass man dann als der Große da steht, der, keine Ahnung, der Regenschlag keinen einzigen Fehler gemacht hat. Kein Fahrer ist fehlerfrei und ihr habt es jetzt schon gemerkt, jetzt hier Vollgas raus, aber da kommen wir gar nicht so richtig mit den Drehzahlen durch, also scheint das an einigen Stellen, okay, doch ein bisschen mehr Wasser ist, wir sind immer noch in der ersten Runde, aber ich dachte mir, wie vor mir, ja genau, ich wollte links überholen, aber der hat da so die Tür zugeschlagen, der Junge, da kannst du gar nicht, ja und genau, und da flutschen gleich mal 3 durch, das ist echt nicht schön, aber Mann, wie der die Tür zuhaut, das war natürlich sein Recht, ich hätte auch zurückstecken können, aber ich hatte so ein Tempo drauf, ich dachte mir, Alter, ich kann das nicht da bremsen und bevor ich ihn da hinten drauf fahre, lenke ich lieber ein bisschen weiter rüber und auch hier, ja, es ist, wenn du mal einen kleinen Fehler drin hattest, mal wieder ein bisschen in die Routine zu kommen, ist ein bisschen schwierig, ich glaube, ihr kennt, wisst ihr, was ich meine, also wenn du einen kleinen Fehler hattest und dann wieder diesen Fehler ausbügeln, also überhaupt mal da wieder von dem Struggle reinzukommen, dann wenn du dann wieder drin bist, dann läuft es auch wieder. Hier haben wir den Start, ja, ziemlich okay. Ich würde mal sagen, unser Start war jetzt nicht von schlechten Eltern. Also, wir sind ja von 5 gestartet und waren in der dritten Kurve dann auf einmal Zweiter, weil da in der ersten Kurve jeder irgendwie, ja, keine richtige Linie hatte und einen guten Start hatte. Da wir haben da richtig profitiert hier auch. Das war so der erste Kontakt mit Armstrong. Also kein Kontakt, aber der erste, ja, würde man sagen, Versuch zum Überholen mit Armstrong. Aber dann seht ihr es auch hier, wir schleichen uns hier dran. Und jetzt hier, ich deute schon an, dass ich rechts überholen will. Und ja, da dachte ich mir, Alter, bevor der Trottel noch weiter rüberzieht, fahre ich da lieber links raus. Ja, hier dieser, hätte ich den Drehen, diesen leichten Wegrutscher-Dreher hier nicht gehabt, dann, ja, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Hier nachher gegen, ja, das Back-Überholmanöver gegen, ja, Tsunoda, was fast gescheitert wäre, weil ich da ein bisschen zu spät gebremst habe, auch durchs Wasser. Man traut sich natürlich ein bisschen später auch bremsen. Lila, das sieht gut aus. Daru war da jetzt vor uns. Mit denen hatten wir auch leider einen sehr unschönen Kontakt in Österreich, aber auch letztens nicht gerade, wir sind nicht, ja, wir sind vielleicht Freunde im Real Life, aber hier in unserer Karriere, das wird wieder nichts. Da ist so viel Wasser in dieser letzten Kurve, das kann man sich nicht vorstellen. Man bremst und bremst und bremst und bremst und bremst und irgendwann kurz vom Kiesbett bleibt man dann stehen und holt trotzdem die schnellste Rennrunde. Das hat zwar sicher 1-2 Sekunden gekostet, aber es war trotzdem so gut, dass ich noch die schnellste Rennrunde fahren habe können. Also ich bin wirklich extrem stolz darauf. Also ich sehe auf jeden Fall, da steckt noch Potenzial drin. Wir fahren hier, by the way, mit einer Schwierigkeit von 97, habe ich letztens auch, glaube ich, gesagt. Aber ja, 97 jetzt schon in den neuesten Videos, also in
nächste Woche dann, also Mittwoch kommt das nächste. Nächsten Samstag fahre ich dann schon mit 98. Also Leute, jetzt wird es dann echt eng. Aber da wird die Karriere auch immer besser, man muss es echt sagen. In Monza, Halleluja, in zwei Wochen, also in einer Woche, wird es noch schlimmer. Morgen kommt auch wieder mein Team, wir sind in Baku. Und das wird ein Rennen, das ich so nicht erwartet hätte. Also ich möchte noch nicht viel mehr dazu sagen. Also wir werden da auf jeden Fall alles geben, um den Win zu holen. Weil wir sind auf einem guten Weg, auch mein Teamkollege. Aber der wird auf jeden Fall gestanden. Also den kicken wir raus nach Österreich oder vor Österreich wird er noch unser Team verlassen. Wir werden uns da einen besseren oder vielleicht einen eher gleich guten Fahrer holen. Aber auf jeden Fall einen jüngeren. Es geht natürlich nicht ums Alter, aber auf jeden Fall möchte ich dann einen anderen Fahrer haben, weil er teilweise schon sehr schwach ist. Aber jetzt mal hier zurück zur Formel 2, die wirklich extrem viel Spaß macht. Ich übertreibe es nicht. Diese Formel 2 Season macht einfach so übertriebenst Bock. Man kann einfach alles hier machen. Alles. Man kann perfekt alles schaffen und das ist einfach nur genial, bombastisch. Und ja, bisschen drüber gerutscht über den inneren Curb. Trotzdem sind wir hier wirklich nah an Armstrong dran. Hier, wir wissen aus vorherigen Versuchen, lohnt es sich eigentlich nicht reinzubremsen, weil dann bin ich wieder Dritter oder so, weil der andere, weil ich mich verbremst, mich überholt. Also ich will da gar nicht mehr so übertriebenst reinstechen, weil das macht sowieso keinen Sinn. Eine Sekunde haben wir jetzt nochmal rausgeholt an der schnellsten Rennrunde. Ich glaube auch jetzt sollte Armstrong begriffen haben, dass er hier chancenlos ist. Der Junge ist echt chancenlos. Och, wir rutschen hier wieder über unsere, ja genau. Ja, wir sind von der Ideallinie ab und direkt das Heck, ja, hier ganz hardcore reingestochen. Rad an Rad, oldschool. Natürlich auch ohne DRS. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich lasse mich auch hier weit raustragen und da kommt Armstrong. Ich möchte ein bisschen pushen, aber Giotto ist leider draußen. Aber ich glaube, jetzt reicht es. Alter, jetzt lässt er aber drauf. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist er aber richtig drauf geblieben hier. Aber richtig mal. Aber wir kommen einfach nicht auf einen richtigen. Also, ihr seht es auch hier. Immer wenn ich so ein bisschen aufs Gas gehe, bricht das Heck sofort aus. Liegt vielleicht am Reifen. Ja, die schauen schon schlimm aus. Immer links vorne. Liegt vielleicht am Reifen, aber der kommt. Armstrong und auch Daruvala, die sind so nah dran. Die könnten mich wirklich nachher haben. Also ich hoffe natürlich, dass der Regen auch irgendwann aufhört. Ich frage auch immer nach dem Wetter und so, aber ja, Jeff ist ein bisschen lost und überhaupt der Wetterdienst, ich weiß natürlich, die wollen natürlich die Spannung im Rennen oben halten, dass man unerwartet eigentlich reinkommt. Aber natürlich, sie könnten. Oh mein Gott, wir sind jetzt in der 10. und vorletzten Runde. Ich habe einen guten 7-Sekunden-Polster, aber links vorne, der ist immer schlimmer geworden, dieser Reifen. Und das ist jetzt auch hier 81%. Und das ist wirklich hardcore. Also ich würde mich da jetzt. Boah, das ist echt schlimm. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir da heile ins Ziel kommen würden. Aber würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn wir, keine Ahnung, wie ähnlich wie Hamilton da in den letzten paar Runden noch einen Reifenschaden haben. Ich weiß auch, die Formel 90%. Ich lasse ganz, ganz vorsichtig ausfallen, aber selbst auf der Geraden haben wir 1% gewonnen, also 1% dazu bekommen. Und hier nochmal ein Wegdreher und da kommt der Gangpendler und, ja, da war es schon. Unsere 8 Sekunden könnten reichen, 9 Sekunden, gegenlenken, ganz vorsichtig raus, ganz vorsichtig, aber da kommt zwei Pfeile. Oh mein Gott, ja, nochmal ein Quersteher und da ist er vorbei. Innen, er ist wirklich ganz, ganz knapp, wir fahren nebeneinander durch Silo. Ja, Armstrong hat es wirklich geschafft. Armstrong hat es geschafft. Der hat uns auf Start und Ziel abgezogen. Oh, was sowas, in welcher Manier uns der Junge da heute, ja, gezeigt hat, dass man sich nicht sicher sein sollte. Der Vorderreifen wollte einlenken, jetzt gesehen, komm auf diesen rutschigeren, ja, Graskörb-Zeugs rechts und war sofort weg. Das war so insane unnötig. Aber wenn der Reifen es nicht zulässt, dass man, ja, richtig einlenkt, oder ich wollte auch so vorsichtig wie möglich sein, weil man weiß nie, er kann natürlich auch schon bei 95% platzen. Hatte ich alles schon mal, aber ja, so ist es leider nur der zweite Platz. Es wäre ein perfektes Wochenende gewesen. Mit dem im ersten Rennen sind wir auch nicht ganz Erste geworden, aber trotzdem. Das ist echt, in echt, echt bad. Also wirklich echt schade und sad, wenn sowas passiert. Aber man kann sich sowieso nicht mehr ändern. Also Kopf aus dem Sand. Nächstes Rennen und wir sind ja in der WM so und so ein bisschen weiter vorne. Sieht ein bisschen aus wie Marc Marquez.
ich Armstrong, Marcus Armstrong, auch ein guter Fahrer, gegen den wir öfters schon dieses Jahr gefahren sind, aber heute muss man sagen, hat er uns einfach die Ehre genommen, also wirklich, der hat uns einfach die Ehre genommen, indem er da ganz smooth easy in der vorletzten Kurve drankommt, natürlich wegen unserem Dreher, und dann einfach smooth in der letzten Kurve besser rauskommt und uns da einfach überholt. Also hätte ich so auch nicht erwartet, aber Armstrong hat es verdient. Armstrong gewinnt das Rennen, Daruvala wird Dritter, und das ist auch schon leider eine gängigere Top-3-Partie. Unser Teamkollege auch wieder wie immer 12. Also ich glaube 12 ist auch sein Standardplatz. Ist natürlich ein bisschen blöd. Abonniert den Channel gerne, Leute, lasst gerne ein Däumchen oben da. Wir haben 110 Punkte Vorsprung. Also sollte eigentlich eine lockere Sache werden. Schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei, wie immer. Und wie immer kommt gerne morgen, also später, nein, nicht morgen, später, 14.15 Uhr geht der Stream los mit PS3 Coop-Modus mit meinem Bruder zusammen. Ich würde mich extrem freuen. Und falls ihr mehr wollt, schaut wirklich gern auch später nochmal vorbei, wir werden auch noch reacten. Also abonniert den Channel gern. Bis später, kommt vorbei und ciao.